So. So, wir gehen direkt Quarz holen. Brauchen Quarz. Quarz. Bitte sprechen Sie jetzt. Okay. Wir machen dort wilde Sachen. Ja, Quatsch, mach doch. Ah, was? Hey, du hast doch gerade gesagt A. Ja, A für A. Ach so. B. C. Hä? Weißt du, wir wollen arbeiten, aber er versteht's nicht. Nee. Ich verstehe es auch nicht mehr. Ich habe einmal damit gemacht, weil du A gesagt hast. Ja, ist doch gut so. Genau das hast du ja richtig verstanden. Hättest du einfach mitmachen. Das hat keinen Sinn. Okay. Also deine Kritik an mir ist, dass ich den Sinn hinter der Sache, die keinen Sinn hat, nicht verstehe. Richtig. Mhm. Manchmal muss es auch sinnlose Kritik geben für sinnlose Sachen, die keinen Sinn ergeben. Ja. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Ja, macht so oder so keinen Sinn. Ja doch. Vielleicht gibt es irgendwann Sinn. Also ich verfolge Fabio jetzt schon wirklich lange. Auf Twitch und auf YouTube und auch im Discord. Und bisher habe ich den Sinn noch nicht gefunden. Ja, da bist du aber echt begriffsstützig, ey. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Chris hat mich verstanden. Aha. Ich glaube, Chris ist einfach nur höflich. Ja, das stimmt auch. Zu höflich manchmal leider, aber ja. Wow. So, damit haben wir unser Quarz. Und hauen wieder ab. So, dann können wir den ersten Operino jetzt stellen. Zack. Den zweiten theoretisch auch schon. So, und dann hier. Aluminiumbarren, 100 Stück. Let's go. Was brauchen wir denn jetzt für noch so einen Ofen? Platinen 10. Können wir machen. Machen wir erstmal. Moment, wir können in der Zwischenzeit hier mal noch 100 in Auftrag geben. Dann können wir den letzten Operino ersetzen. Es ist ein Traum. Die Carbonfaser nehmen wir uns gleich noch. Erstmal gehen wir gucken. Denn wir können jetzt hier... Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Carbonfasern und mehr Paluminiumbarren. Das heißt, wir stellen ganz, ganz viele Carbonfasern her. Dafür nehmen wir einfach mal die... Moment. Für die Paluminiumbarren brauchte ich doch nur Erz. Und Palladium-Bruchstücke, genau. Das heißt, ich brauche den ganzen Rest nicht mehr. Wir brauchen keine Steinkohle und nichts. Steinkohle können wir jetzt einzig und allein da reinhauen. Mega gut. Das heißt, wir hauen Steinkohle komplett hier rein. Und dann gehen wir in der Zwischenzeit schnell in die zweite Basis, holen uns dort Ressourcen ab. Dann dritte Basis, holen uns dort Ressourcen ab. Habt ihr das alles wegtransportiert oder ist hier einfach nichts passiert seit dem letzten Mal? War ich kurz vor Aufnahmestopp vielleicht erst hier drin und habe das alles weggenommen? War es nicht so gut? Dann gehen wir mal hier hingucken. Hier liegt jetzt nicht ganz so viel. Wir werden wahrscheinlich die dritte Basis, die wo wir jetzt gerade waren am Vulkan, werden wir nochmal abbauen. Jetzt wo es dieses Erzding gibt, brauchen wir die Basis ja eigentlich nicht mehr. Und bräuchten stattdessen viel eher noch eine Kohle- oder Schwefelbasis. Am besten wäre beides, also wo es Kohle und ein bisschen Schwefel drin gibt. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Idee, wo eine sein könnte. Ich kann überlegen, ob ich das... Fließband hier für längs hinstelle und das näher ranziehe. Ja, machen wir mal fix. So. Damit sind halt die Wege kürzer. Das dauert halt, deswegen hätte ich jetzt theoretisch halt die Zeit, Ressourcen zu holen, ne? Pass auf, dann nutzen wir die Zeit, gehen ein bisschen Kohle und ein bisschen Schwefel holen. Da ich weiß, wo Schwefel ist, gehen wir zuerst Schwefel holen. Und dann machen wir das, wozu wir letzte Folge nicht mehr gekommen sind, und zwar Frostellien fangen. Dafür brauchen wir nur halt deutlich mehr von den Sphären. Also so 100 sollten wir schon mitnehmen. Könnte mir überlegen. Ja, 100 von den Sphären brauchen. Also eigentlich reichen auch weniger. Deswegen, sie haben nur eine 3%ige Chance. Wenn es schief geht und wir zu wenig dabei haben, ist halt doof. Ich weiß, dass es irgendwo in dem Vulkan einen guten Kohlespot gab. Ich weiß auch nicht, wo der genau ist. Das ist ein Erzspot, den brauchen wir nicht. Oh. Dammit. Oh, Bruder. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Ach, in der Wüste ist Kohle, ne? Ach, ich bin dumm. Ich hatte den Spot hier im Kopf. Den hier. Mit übel viel Sulfur. Aber das ist eben Sulfur. Und Sulfur brauche ich ja gar nicht. Wir brauchen ja Kohle. Ja, komm, dann gehen wir schnell zu meiner Basis. Die ist ja da unten. Dann teleportieren wir von da aus in die Wüste. Dammit, das war sinnlose Zeitverschwendung. Hm.
Wüstorino. Dann fliegen wir einfach da hoch und dort oben müsste schon Kohle sein. Aber hier oben müsste theoretisch Kohle drauf sein. Ja, perfekt. Direkt gefunden. War halt gar nicht so schwer, ne? Barren, Barren, Barren. Oh, richtig viele Barren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Carbonfaser. Let's go. Und dann hier 17. Es hängt immer noch an den Barren, aber auch Fasern brauchen wir immer noch. Also gehen nochmal dahin und holen noch eine Runde Kohle. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier unten auch Kohle ist oder ob das Steine sind. Sieht aus wie Kohle. Na Mensch, zwei Kohle waren da noch drin. Toll. Na, guck mal, eine Liffmung-Statuette. Die nehmen wir doch gerne mit. Weil da drüben ist noch eine Statue, die nehmen wir auch noch mit. Weil wir hier sind. Das Ding ist, ich muss sowieso auf die Sphären warten. Die Frage ist, kann ich in der Zeit irgendwas anderes Sinnvolles machen? Oder lohnt es sich tatsächlich in der Zeit einfach mal Ressourcen zu sammeln? Also Kohle und Schwefel und so. Wir brauchen ja eh übel viel von dem Shit dann noch. Wie viele von den Sphären? 14 habe ich gerade im Inventar. Die anderen habe ich, glaube ich, abgelegt, ne? Nee. Hab ich echt nur 14 im Inventar? Oh Gott. Da haben wir ja noch einen long way to go. Wir gehen noch schnell eine Runde Kohle holen und hoffen, dass die anderen beiden dann schlafen wollen. Hier sind noch zwei Liffmungsstatuen, die nehmen wir noch mit. Weißt du nicht, ob wir noch genug zusammenbekommen, um noch eine Stufe dazu zu bekommen? Bei der Catch-Rate. Aber wir nehmen es einfach mit. Wenn die nicht schlafen gehen wollen, können wir auch das dann machen nachts über. Und dass sich beide nicht unmuten, scheint es wohl so zu sein, dass wir nicht schlafen. Dann können wir tatsächlich die Dinger hier holen. Ich sehe halt nichts, ne? Es ist einfach nur eine schwarze Wand, wo ein Teleporter drin ist. Ist ja verrückt. Das Problem ist natürlich, dass jetzt hier auch die Erzerei nicht weitergeht. Was sehr, sehr schlecht für mich ist. Wollt ihr eigentlich pennen oder so? Also, ich wäre dafür, ja. Aber ihr wart ja beide komplett stumm. Ich konnte euch nicht fragen. Ja, in der Regel entstumme ich mich, sobald es Nacht ist. Außer ich bin gerade mit irgendwas beschäftigt, was mich aufhält. Ja, ist nur noch Chris, ne? Oh, ich glaube, der kann nicht. Wollt ihr heiern gehen? Ja, bitte. Ja. So, so. Liege. Ah, sehr gut. Unterwegs. Ich bin auf dem Weg ins Bett. Wisst ihr, was ich total doof finde, was mir gerade so aufgefallen ist? Fabio? Ja, vielleicht, aber mir ist auch aufgefallen, ich finde es total doof, dass du manche Pals schon fangen kannst, also eigentlich fast alle, wenn du es schaffst. Mhm. Aber du die Sättel erst so ultra spät freischaltest für manche. Ja, da ist was dran. Das ist so, zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Christ Eisborn Feeder nimmt. Erstmal der Sattel übelst spät. Ja, und das vor allem auch so grundlos, weil er ist ja selber jetzt nicht besonders gut. Nee. Und vor allen Dingen, du kriegst ihn ja gefühlt auch aus jedem zweiten Ei gefühlt, aus dem Eisei. Ja. Kriegst du die raus. Und das ist so ein bisschen. Nee, stimme ich dir absolut zu. Ich finde es bei einigen auch unnötig. Also vor allem. Also bei einigen Perls finde ich es auch schade, dass die generell erst so spät im Spiel drin sind, weil du könntest die früh in deiner Base tatsächlich noch benutzen, sowas wie Footlord zum Beispiel, aber lohnt sich dann halt nicht mehr. Oder genauso wie Hazefear oder Beacon, die kriegst du auch schon übelst früh. Ja. Kannst du dir gönnen, übelst früh, ja, aber ist einfach useless. Ja, absolut. Das ist so ein bisschen... Das finde ich auch ein bisschen schade. Finde ich ein bisschen sad. Dann lasst uns mal gucken, ob wir noch einen anderen coolen Spot als den finden. Da bin ich mir jetzt zwar nicht so sicher, aber wir probieren es mal auf dem anderen Berg oben. Zu viel Arc in letzter Zeit. Zu viel Arc? Das liegt immer daran, weil in Arc machst du auf Q, wenn du Q drückst, legst du in Arc deine Waffe und so weg. Ah. Und hier schmeißt du ja deine Paar-Sphären. Stimmt, ja. Aber ansonsten sind sich die beiden Spiele ja relativ ähnlich, ne? Jein. Also, ja, du hast halt nicht so die aggressiven Parts. Also, schon, aber ist jetzt nicht so Dinos und Parts. Also, hier ist ja auch süß. Ja, gut, das ist richtig. Hier ist eher niedlich. Ja, und in Dings ist ja eher so... Oh, ja, so ein Arc ist ja schon sehr realistisch. Ja. Also, ich denke mal, die Dinos sahen früher so aus. Ja gut, das kann keiner mit Sicherheit sagen, ne? Ich meinte jetzt so vom Gameplay her und so ist es ja schon relativ ähnlich. Jetzt hättest du gerne eine Bestätigung, wa? Ja, also das ist eine Frage gewesen, kann man auch verneinen. Ja. Wird nicht so ganz funktionieren. Wieso nicht?
Weil er gestummt ist. Achso, ja, super. Aber ja, vom Spielstil her ist es... Mitten im Gespräch, Bruder. Was soll ich dazu sagen? Ah, schön. Aber ich, Habt ihr schon die neuesten Gerüchte gehört, was eventuell kommen soll? Nee. In Hellworld? Ein Feuerschelett. Mhm. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Klingt interesting. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe auch gerade gesehen, was ich vergessen habe. Was können wir eigentlich? Ich brauche antike Bauteile. Brauchst du was? Ja, hol ich mir aber selber, alles gut. Okay. Hätte es ja sonst gegeben. Nee. So viele Kelpsies, Alter, was ist hier los? Ach Chris, du bist so ein Schlaukopf. Einzig ist der erste Weg zur Besserung. Mhm. Zum Glück haben wir hier Chillet direkt vor unserer Base, der hat mir direkt auch genug gedroppt. Wahrscheinlich One-Shot. Tschüss. Nee. Two-Shot. Nee. Beide fast gestorben. Ja, war knapp. Mhm. Ist halt echt kacke, wenn man mit Faustkampf reingeht. Hä, ich bin ja mit Pistole und allem rein. Dann haben wir auch gleich genug Sphären. Können wir unseren Jormen-Tide auch gleich wieder mitnehmen? Wir tauschen ihn aus. Können wir jetzt schon mal machen. Ich will nur mal schnell die Gopfins durchsortieren. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, wir brauchen noch ein paar, aber das machen wir dann ein andern Mal. Wir nehmen uns jetzt hier noch die letzten Barren, machen mit denen noch ein paar letzte Sphären und dann haben wir genug Sphären einstecken. Ja, nochmal 11. Ja, haben wir knapp 100. Das ist das, was ich sagte. So viel wollen wir. So, aber irgendwas hat hier gerade nicht gestimmt. Wieso habe ich ein riesengrünes Ei? Wartheit, Erik. Sollte doch ein Drachenei sein. Ach, Mann. Du hast Falsches gebreedet? Ja. Die Liste falsch verstanden. Ich voll Idiot. Ich bin doppelt Idiot. Was habt ihr denn? Ich gehe auf eine Farmroute und Sachen abbauen mit einer kaputten Pickhacke und gehe los, um Pals zu fangen ohne Munition. Läuft? Mhm. Feini, Chris, feini. So, wir holen uns jetzt... Einfach ein dickes, fettes Feini. Ein Frostallion. 95 Sphären, das reicht. Es wird dauern, es wird nervig, es wird nicht schön. Aber 3% Catchrate, besser wird es auch bloß nicht, selbst wenn wir es schwächen. Ich hoffe, wir haben schon die 3%, wir sind ja vom Level her noch relativ niedrig. Und die Lieblingsstatuette ist nicht voll. Vielleicht haben wir auch nur 2. Werden wir mal gleich feststellen. Erstmal gucken, wo er ist. Da ist er. Vorsichtig von hinten ranpirschen. Wir haben 2%. Okay, dann warten wir, bis er despawnt. Perfekt. Und dann gehen wir wieder ran und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir ihn haben. In dem Moment umgedreht. Ohne also, Moos nichts los. Ich würde schon mal sagen, ich kann die Nacht nicht schlafen. Ist okay. Ist es okay. Komm mir gelegen. Hast du gut gemacht, Chris. Okay, ich bin gerade halt nur leider sehr beschäftigt. Ist okay. Ich bin stolz auf dich. Also können wir denn heute das Ende des Projekts verkünden, ja? Okay. Nee, das noch nicht. Langweilig. Aber sagen, ich bin in den letzten Zügen. Was heißt letzte Züge? Nächste Aufnahme oder was? Das ist überraschend. Ich glaube noch nicht, aber maybe. Also bis Mai müssen wir fertig sein. Bis Mai? Das kriegen wir hin. Ja. Wieso bis Mai? Was ist im Mai? Arbeitskollege, von dem ich gestern erzählt habe, hat heute gekündigt. Und wenn ich heute schon am Arsch bin, was denkst du, wie es mir dann gehen wird? Ja, aber ihr werdet ja wohl safe bis Mitte Mai fertig sein. Hey, was? Mit was fertig? Ja, vor allem, dass du ja nicht das Doppelte dann arbeiten müssen, das ist ja Quatsch.
Ja doch, ich muss die Arbeit für zwei dann machen. Nee, wenn das so wäre, dann wäre direkt nach dem ersten Tag, wo du das machen musst, der Weg zum Betriebsrat. Kriegst du auch Geld für zwei dann, oder wie? Ja. Das wird dann, deswegen meckere ich ja auch nicht. Ich werde nämlich zeigen, dass ich es kann, damit ich dann sagen kann, so, ey, ich krieg's auch alleine hin, wo ist das Geld? Man muss ja auch mehr arbeiten. Muss ja es in einem Maße verdienen, mit dem du auch leben kannst. Ja, mach ich ja dann. Ich, ich denke arbeite nicht. Ja dann mehr. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Soll ich euch sagen, was ich gemacht habe? Ja, sag mal. Ich habe erfolgreich Frostellion gefangen. GG. Ist das noch kein Jet Dragon? Das ist dann der Plan für die nähere Zukunft. Ja, dann mach uns mal einen Frostellion Ignis, bitte. Ein Frostellion Ignis? Ja. Sonst noch irgendwelche Ansprüche? Ich geb dir auch hier das, den Herze 4. Ich habe leider nicht mal mehr Breeding Pen oder irgendwas. Also ich kann weder breeden noch Torten machen, ich hab das alles abgebaut. Ey, das kannst du mir ruhig alles geben, alles gut, ich hab die hier Sachen. Okay, nee. Ey, ich hab's versucht, Chris. So, die Frage ist, holen wir uns jetzt noch einen Jet Dragon direkt? Oder warten wir damit noch ein bisschen? Grundlegend wären wir in der Lage dazu. Mal überlegen, ob ich dafür vielleicht mal eine bessere Rüstung herstellen sollte. Also eine hitzeresistente Metallrüstung müsste ich mir eigentlich machen. Kann ich eine hochwertige hitzeresistente machen? Kann ich. Das kommen Auserke machen, das ist ja fix gemeinsam. Das dauert halt ein bisschen, das ist aber okay. Machen wir uns die hitzeresistente hochwertige Metallrüstung. Dann gehen wir jetzt in der Nacht noch ein paar Goblins fangen und dann versuchen wir uns an Jet Dragon mit Frostellion. Dann nehmen wir da noch ordentlich Steine mit, dass wir uns dort wieder was aufbauen können. Ah, das heißt wieder, ihr habt das ja gar nicht gesehen, wie ich das in meinem Run gemacht habe, wo ich versucht habe, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden. Das wisst ihr ja gar nicht, ne? Das ist ja nie hochgeladen. Ja, dann zeige ich euch das. Auch kein Problem. Kriegen wir hin. So, dann ziehen wir die auch direkt an, würde ich sagen. Und wir nehmen dann auf jeden Fall noch ein anderes Amulett mit. Ein Defensiv-Amulett würde ich gerne mitnehmen. Dann legen wir das hier rein. Die Pumpgun werde ich wahrscheinlich sogar brauchen, um Damage zu machen. Weil ich habe gerade gesehen, dass ich also nicht mehr viel Munition für die Pistole habe, was auch sehr schlecht ist. Oder wir gehen verkaufen und holen uns... Ja, wir gehen verkaufen und holen uns Sturmgewehrmunition. Das machen wir. Da gehen wir einfach hier hin. Dann holen wir jetzt doch keine Gopfins. Du bekommst erstmal das hier alles. 150 ist leider nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also Shadowbeak lassen wir hier. Valeris brauchen wir als Mount. Dann bringen wir Yomitite Ignis Kryo-Attacken bei. Kryo-Attacken. Eishauch, Eisberg und Eisschnitter. Und dann nehmen wir Ignis mit, weil der einfach vom Level her höher ist. Und dann nehmen wir da noch Gopfins mit für die restlichen Slots. Das heißt, er hier nicht und er hier nicht. Und dafür nehmen wir einmal ihn hier und einmal ihn hier mit. 166 Angriff. Ich lege mal den einen Gopfin kurz wieder weg. 139. Ihr versteht die Strategie, ja. Das wird unser Late-Game-Plan. Das heißt, Inventory aufräumen, restlichen Steine mitnehmen. Also den restlichen Inventar machen wir voll mit Steinen. Und dann versuchen wir noch Jet Dragon einzusacken. Haben noch eine Stunde. Perfekt eigentlich. Pumpgun nehmen wir mit. Axt nehmen wir nicht mit. Dich nehmen wir nicht mit. Die Ersatzrüstung nehmen wir mit. Die Sphären hier brauchen wir alle drei nicht. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und dann haben wir hier Pistole, Pumpgun, Sturmgewehr und Enterhaken-Pistole. Sehr gut. Und der ganze Rest wird jetzt aufgefüllt mit Steinen. Okay, es waren nur zwei Steine. Ich hoffe, das reicht für das, was wir vorhaben. Und dann gehen wir los. Schnellreise und let's go. Dann gehen wir rüber zu Jet Dragon und hoffen vor allem, dass wir dort dann keinen der anderen sehen. Ich möchte ungern, dass die mir in die Quere kommen dabei. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir nach vorne können. Probieren es mal so. Das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Steintrapper. Steinwand. Steinwand, Steinwand. Meine letzte Steintrapper. Da kommt hier oben ein Steindach drauf. Er hat mich schon angegriffen. Das ist also schlecht. Wir lassen das kurz hier
den. Und flüchten einfach schnell. Okay, er ist resettet. Das ist okay, wir lassen jetzt einfach den Schild wieder regeneraten und dann bauen wir einfach in Ruhe weiter. So. So. Und dann noch eine Wand dran. Da noch eine Wand dran. Und dann sind es jetzt nur noch Steindächer hier auf die Rückseite. Okay. Okay, ich flüchte mich mal nach hier oben. Das tut natürlich Frostalion auch sehr, sehr weh. Das hier tauschen Frostalion mal aus. Aber ihr seht schon, der Plan ist sozusagen, dass wir halt seinen Moves die ganze Zeit auch gut ausweichen können hier. Wir müssen hier leider nicht so an seinen Kopf ran. Oh doch, hier. Sehr geil. Okay, perfekt. Aber ihr versteht die Idee von dem Konstrukt hier. Ja, aber er verbringt auch unglaublich viel Zeit damit, halt uns zu hitten. Und in der Zeit können halt unsere Pals auch Pre-Damage machen. Und unsere Struktur erhält uns halt hier am Leben. Ah, fuck. Das war nicht gut. Okay, jetzt ist mein Shield down. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall vorsichtig bewegen. Wir müssen erstmal aufhören zu brennen und dann muss mein Shield erstmal wieder regeneraten, bevor ich reingehe. Schon wieder getroffen. Ich bin aber fast wieder voll. Ich bräuchte nur mal wieder einen regenerierten Shield. Ach, Digga. Jetzt brenne ich halt schon wieder und der Shield geht wieder down, ey. Noch was 3,5k an dem Damage gemacht. Ja, und natürlich renne ich da voll rein. Shit. Ist ja direkt in mir gespawnt. Oh, fucking hell. So, wollt ihr heiern gehen? Schwierig. Schwierig, okay. Nee, dann ist gut. Okay, ich muss jetzt mal wieder Schild holen. Okay, ich glaube, ich werde mal eine Runde Valeris kämpfen lassen müssen. Gott. Gut, ich brauche unbedingt erstmal wieder mein Shield. Ah, er ist ja direkt hier. I mean, moin, aber...
Fuck. Zum Glück hatte ich den Shield gerade wieder. Ja, so viel zum Shield. Fuck. What? Come on. Nee, Priscilla muss raus aus der Lava. Oh Gott. Frostellion brennt halt. Jetzt ist Frostellion wieder auf Half-Life. Ohne was gemacht zu haben. Ey, es ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Jetzt hat er mich schon wieder mit diesem Ding getroffen. Und mich instant wieder verbrannt. Oh, in hell. Ey, Frostellion, was rennst du denn immer in die Lava, Mann? Du bist halt wirklich ein übelster Idiot, ey. Okay, Valeris ist leider auch fast tot. Ach, Frostellion ist gestorben. Allerdings hat er mich damit diesmal ausnahmsweise nicht getroffen. Aber dafür damit. Okay, bitte triff den Baum. Dankeschön. Den dodgen wir einfach. Okay, Valeris geht's wieder einigermaßen gut. Das heißt, wir könnten theoretisch mal versuchen, Jetdragon anzuzünden. Oh Gott. Das war schlecht. Das war schlecht gespielt von mir. Ey. Achso, und Kulan auf dem Move? Geht das? 1,8%, jetzt gehen die Kugel. Komm schon. Warum blockt er den denn? Er darf das doch gar nicht. Und ich habe kein Schild und keine HP. Oh, das ist alles sehr, sehr schlecht gerade. Wenn ich das denn nur könnte. Kein Schaden nehmen. Kein Schaden nehmen ist gerade ganz wichtig. Oh Gott, die Iframes, Junge. Nennt mich einfach den Iframe-Gott. Oh mein Gott. Junge! Der mich einfach weggebootet hat. Aber da habe ich wieder ein volles Schild. In der Zeit bekommen. So, das sind jetzt eigentlich nur noch 1%. Wir waren doch schon mal bei fast 2. Yes! Oh mein Gott! Ach, Digga, war das anstrengend. Okay. Nehmen wir unsere Steine wieder mit. Wir müssen jetzt halt nur zurücklaufen, weil Valeris tot ist. Und damit haben wir einen Jetdragon. Ich habe leider keinen Plan bekommen. Beim allerersten Playthrough hatte ich ja das Glück, dass ich direkt bei meinem allerersten Attempt auf Jetdragon den legendären Bauplan für die Panzerfaust bekommen habe. Das wäre natürlich sick gewesen, wenn wir das jetzt hier auch nochmal gehabt hätten, aber... Das war ja zu erwarten. Hallo ihr zwei, ich bin jetzt schon mal Rousey. Habt noch viel Spaß. Und wir hören uns in der nächsten Aufnahme, denn... Ja, ich denke, wir machen jetzt dann auch gleich Feierabend. Wart nur noch auf Fabio. Macht ganz entspannt. Bis denn, Antenne. Jo, bis denn. Jo, ciao, ciao. Ja, machen wir auch Schluss, oder? Ja, ich muss nur noch zurück zur Basis. Ja, kein Stress. Eine erfolgreiche Folge bei dir heute? Nee, ich hab voll verkackt beim Boss. Okay, welchen wolltest du machen? Lili. Ach so, hast du nicht geschafft?
Ja, eigentlich hätte ich schon schaffen können. Beim ersten Mal, ja, dachte ich mir so, ja, ein Fireball wird reichen. Hat natürlich nicht gereicht. Ah. Und dann ist mir auch die Munition ausgegangen. Da dachte ich mir so, okay, gut, dann weißt du Bescheid, für nächstes Mal mehr Munition. Ich mit 500 Munition auf meiner Pistole. Reingehen mit 4 verschiedenen Fireballs. Was passiert? Waffenbruch. Oh Mann, okay, das ist ärgerlich. Ich bin selber schuld, ich hätte vorher gucken sollen. Also ich habe ja Lilly auch gemacht und habe ja auch gedacht so, ja komm, ich bin strong enough, so brauchst du jetzt nicht selber Waffen mitnehmen, machen einfach deine Perls so nebenbei. Hatte auch nur ein Firepearl dabei, also verliere es halt und das war's. Ja, und dann habe ich festgestellt, das wird doch ein bisschen eng und dann hatte ich nur meine Armbrust mit irgendwie so 80 Pfeilen dabei. Und dann habe ich es wirklich genau bei noch eine Sekunde übrig geschafft. Boah, krass. Das war, glaube ich, sogar die Episode vor der Special-Episode jetzt mit dem Raid. Ja, das hatte ich gesehen, ja. Nächste Folge habe ich sie safe. Mal gucken, was ich nächste Folge mache. Diese war bei mir klar, was ich zu tun habe, aber nächste ist schwierig. Aber, Good News, ich bin jetzt auch in meiner Basis angekommen, wir können aufhören. So, damit soll es das gewesen sein für diese Folge. Wir haben Frostallion und Jetrigan noch bekommen. Unfassbar gut. Frostallion haben wir den anderen verraten, Jetrigan noch nicht. Gucken wir mal. Wenn die Folge draußen ist, was dann für Feedback dazu kommt. Bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann versuchen wir uns, glaube ich, an den weiteren Vorbereitungen und vielleicht schon mal den nächsten Bossen. Mal gucken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut doch bei den anderen vorbei. Bis dahin und ciao, ciao.